Ja, die allerwichtigste Nachricht für die Menschheit heute ist, ich habe gerade ein sehr, sehr langes, ausführliches Telefonat geführt mit einer netten Dame von NOW, Netzwerk ökonomischer Wandel. NOW, Netzwerk ökonomischer Wandel. Ja, unbedingt googeln. Denn dort besteht die Chance, dass wir endlich die Weltrettung kriegen könnten. Mal wieder besteht diese Chance. Die Frage ist nur, ob wir uns diese Chance schon wieder entgehen lassen, sozusagen. Ja, denn in diesem Netzwerk ökonomischer Wandel ist die Gemeinwohlökonomie dabei, die einen sehr guten Zugang und Draht hat zu Fridays for Future, zu Greta Thunberg, zu Luisa Neubauer und Carla Riemzma. Und Jakob Blasel habe ich eben gerade wieder in einer Sendung gesehen. Dadurch wäre die Weltrettung möglich, wenn eben die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, und eben die Gemeinwohlökonomie und der Gedanke, der auch vertreten ist in diesem Netzwerk ökonomischer Wandel, Degrowth und Postwachstum sozusagen, wenn die nextscientistsforfuture.de beitragen, wie man Degrowth und Postwachstum bei der Konsumsucht erzeugen kann durch 20 Reformen. Und dadurch sozusagen durch paradoxerweise durch Degrowth und Postwachstumsprozesse Gelder frei bekommt. Ja, wie bekommt man Gelder frei? Nur ein Hinweis: Im Moment lassen wir es zu, dass die Ernährungsindustrie ganze Landstriche krank macht, in chronisch Kranke verwandelt, und dann verwalten wir diese Krankheit mit 370 Milliarden jedes Jahr in einem hochproblematischen sozial-marktwirtschaftlichen, medizinindustriellen und pharmaindustriellen Verwertungsprozess sozusagen. Und würden wir also sozusagen zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten gleichzeitig sozusagen die gesamte Ernährungswirtschaft dahin lenken, ausschließlich gesunde also Gewinne oder Verdienstzuschläge ausschließlich noch durch gesunde Lebensmittel zu bekommen, würden diese ganzen Krankheitskosten wegfallen, diese Gelder würden im Rahmen eines Degrowth-Prozesses und Postwachstumsprozesses frei werden und von diesen Geldern könnte man dann eben den Fridays for Future, Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima realisieren. Ja, so, aber wie gesagt, die große Gefahr ist, dass einfach auch dieses Netzwerk ökonomischer Wandel möglicherweise auch nicht mehr fähig ist zu einer echten Kooperation. Wir haben denen unsere Talkshows Demokratie pur, freie Argumente-Plattform angeboten, haben denen gesagt, dass wir zweimal täglich eine solche Talkshow produzieren können, in der sozusagen diskutiert wird, welche technische Lösung findet mehr Akzeptanz, hat mehr Akzeptanzchancen bei Politik, Journalismus, Lobbyismus und Unternehmertum. Denn diese vier beherrschen die Welt. Ja? Und entweder ich biete ihnen etwas an, was für die ein Ge Zugewinn darstellt. Also wir müssen ihnen ganz klar sagen, die erste Schlüsselfrage muss sein, macht Geld alleine glücklich? Wenn Geld alleine glücklich macht, haben wir auch mit der Wohlfühlstimme keine Chance, weil nämlich sozusagen die Politiker, solange es noch die Wohlfühlstimme würde ja die Lobbyisten beenden und die würde die Geldausgaben der Konzerne in Richtung Politik beenden. Das heißt also, Politiker würden erst einmal durch die Wohlfühlstimme zwei Dinge verlieren.
Die Gelder seitens der Lobbyisten und Gelder seitens der Wirtschaft. Das würde die politische Kaste verlieren. Dafür bieten wir aber eben nicht finanzielle Dinge an, nämlich 10-mal mehr Lebensfreude, Lebensqualität und Lebenslust. 3-mal mehr, 4-mal mehr Gesundheit. Viele, wie viele Jahre mehr Langlebigkeit und dabei auch noch finanziell ein Wirtschaftswunder, das natürlich dann auch der Politik zugutekommt und den Journalisten und so weiter. Aber im Prinzip kann auch unser Wirtschaftswunder rein pekuniär wahrscheinlich nicht mithalten mit dem, was von Lobbyisten und Konzernen die Politik und die Medien erreicht bisher. Aber wir müssen Ihnen klar machen, dass diese Lebensqualitätssteigerung viel mehr wert ist, als was Sie an finanziellem verlieren, wobei das Verlieren ja reduziert wird durch die 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder für Deutschland. Stellt ja schon mal einen Finanzausgleich dazu. Also die Politiker müssten schon mal rechnen, was verliere ich, wenn es keine Lobbyisten mehr gibt und wenn es keine Gelder mehr von den Konzernen gibt, weil die ja auch nur noch interessiert an Wohlbefinden sind, und an Wohlfühlstimmen sind und an Gesundheitsdaten, also gar kein Interesse mehr daran haben, dass politische Entscheidungen gefällt werden, die dem Wohlfühlstimmen ihrer eigenen Kunden Schaden zufügen. Da würden sie ja sich ins eigene Fleisch schneiden, würden an dem Ast sitzen, auf dem Ast sägen, an dem sie ja selber sitzen. Also würde kein Konzern mehr irgendein Geld ausgeben Richtung Politik und Richtung Journalismus. Aber dafür gehen die 500 Milliarden Wirtschaftswunder ja eben auch in Richtung Politik und Journalismus. Und eben 10-fach höhere Lebenslust, Lebensqualität und Lebensfreude, Wohlfühlstimmen und 3-, 4-, 5-, 6-fach bessere Gesundheit und viele Jahrzehnte mehr Langlebigkeit. Ja? Und das schlägt aus meiner Sicht all die möglichen finanziellen Verluste. Ja, und nur so können wir die Politik, die Journalistenschaft, die Unternehmer überzeugen. Ja, und wir müssen den Lobbyisten ganz klar sagen, für sie, wir haben gar keine Sorge, solche gebildeten Leute wie Lobbyisten brauchen wir in der Wirtschaft, werden händeringend gesucht und gebraucht und sie finden alle tolle weitere Jobs sozusagen, egal in welchem Bereich. Wer so gut gebildet ist, dass er mit Politikern kompetent verhandeln und reden kann, der wird überall gebraucht in der Wirtschaft. Also keine Sorge, ne? Ja, vor allem, weil wir durch die Reform das Arbeitsamt, eine von 20 Reformen, überhaupt keine Arbeits-, also und das Ziel des Arbeitsamtes wird von dem Prämiensystem und Belohnungssystem her dahingehen, 0 Tage Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland. Nur noch Arbeitsplatzwechsel, aber 0 Tage Arbeitslosigkeit. Ne? Das wird das Motto sein des neuen Arbeitsamtes. Ne? Ja, und dann, also wollen wir das Beste hoffen, dass also NOW, also das Netzwerk ökonomischer Wandel, am Ende nicht ein Flop ist, sondern hoffentlich wirklich den Durchbruch zur Weltrettung bringt. Ja, zu viele. Dann gehen wir mal ein hier sozusagen zu, gehen wir mal Corona rückwärts vor. Eine Internetfernsehsendung hat gesagt, ja, in Bergamo, da, also und zwar war da Professor Hockerts beteiligt, Professor Stefan Hockerts. Dort sei zeitgleich irgendwie eine Hirnhautentzündungsimpfung getätigt werden. Und dann kam das Coronavirus dazu und die Leute seien gestorben in erster Linie wegen
Dieser Hirnhautentzündungsimpfung, das ist doch mal was Neues, das haben wir doch noch nicht gehört. Ja, wenn Professor Hockerts da recht haben sollte, dann würde das bedeuten, dass eben wieder auch diese Todesfälle in erster Linie iatrogen gewesen sind, also durch Ärzte verursacht, nämlich durch die Hirnhautentzündungsimpfung, die dann zusammengetroffen ist, zeitgleich mit dem Coronavirus, wirkte sich die ärztliche Impfung als todbringend aus. Interessanter Gedanke, finde ich. Schöner neuer Gedanke von Professor Stefan Hockerts. Ja, und dann ist aber so der Punkt, den man auch ansprechen muss. Sehr geehrter Professor Hockerts, es ist ein Riesenunterschied zwischen einer echten Vorbeugung und einer Impfung. Eine Impfung ist eigentlich keine Vorbeugung. Echte Vorbeugung ist die Stärkung des Immunsystems durch gesunde Ernährung, gesunden Sport, durch Lebensstilmedizin und. Das ist echte Vorbeugung, sozusagen, die das Immunsystem auf natürliche Weise stärkt. Impfung kann immer nur ein zusätzliches Hilfsmittel für immungeschwächte Menschen sein, ja? Wenn überhaupt, ne? Also von daher falscher Wortgebrauch. Echte Vorbeugung ist etwas anderes als eine Impfung. Das ist schon wieder eigentlich eine Behandlung, ein Versuch, ein geschwächtes Immunsystem irgendwie künstlich nochmal in einem bestimmten Teilbereich aufzupeppen, ja? Hoffentlich, ne? Wenn überhaupt. Ne? Ja, dann Bodo Schiffmann hat sich geäußert in Sendungen oder in einer Sendung. Und im Prinzip kann man es zusammenfassen, in Afrika ist nichts los. Da, obwohl die doch eigentlich gar nicht sich irgendeinen Lockdown leisten können und da jetzt massenhaft Leute sterben müssten, wird da einfach nicht gestorben. Ja, vielleicht, weil eben es sich um höchstens ein kräftiges Grippegeschehen handelt und nicht um mehr. Ja, und die Afrikaner haben gar keine Zeit und kein Geld für irgendwelche Luxus-Lockdowns. Die müssen ums Überleben kämpfen und haben auch gar keine Zeit dafür, sich mit irgendeinem relativ harmlosen Virus zu beschäftigen. Ja, scheint so zu sein. Ja. Wie war das gestern? 99,99% der Weltbevölkerung weltweit sind nicht an Corona gestorben. Während wenn es Pest wäre, müssten wir jetzt eigentlich sagen, nur 66,66% haben die Pest überlebt, weil die anderen 33% sind gestorben. Aber wir sagen, 99,99% der Weltbevölkerung haben Corona problemlos überlebt. Klingt nicht nach Killer-Virus, ne? So, Bolsonaro hat gesagt, schaut mich an, mir geht's gut. Und was berichtet die gesamten Internets, auch Sendungen und auch die Fernsehsendungen? Ach, der arme Bolsonaro ist jetzt schrecklich krank an Corona und so weiter, ja? Und er wird jetzt alles anders sehen. Nein, der hat schon längst, schon vor Tagen gesagt, schaut mich an, mir geht's gut. Ich habe Corona locker überstanden als 65-Jähriger, ja? Also, und dann wird gesagt, Bolsonaro setzt sich über Empfehlungen von Gesundheitsexperten hinweg. Das ist ein kluger Mann, er hört nicht auf Fastfood-Ketten, das muss ich erklären, ja? Also hier. Also, wir hören doch, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie wir eine gesundheitsförderliche Ernährung für die Gesellschaft hinkriegen, dann laden wir doch nicht Experten von Fastfood-Ketten ein, die uns also von ihren Konzernen aus sagen, dass ihre Hamburger total gesund seien. Ja? Die werden uns nicht, und die werden uns sagen, dass die Leute noch viel mehr Pommes frites essen müssen und noch mehr Zuckergetränke trinken müssen, weil das ist total gesund. Ja? Hören wir? Sind wir bescheuert, und hören auf solche Leute? Natürlich nicht. Wir würden doch niemals einen kommerziell Interessierten, sozusagen hören,
Ja, dazu müssten die Fastfood-Ketten viel mehr Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schalten, ja, damit sie dann wesentliche Teile des Gehaltes der Journalisten bezahlen. Und dann würde man auch in der Politik sozusagen die Journalisten, also auf die Fastfood-Ketten-Experten hören. Aber weil eben die Medizin- und Pharmaindustrie genügend Geld in die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender pumpt und deswegen die Leute 20, 30, 40, 50% ihres Gehaltes, bei den privaten Fernsehsendern 100% ihres Gehaltes oder 90, 80% ihres Gehaltes von den Pharmakonzernen und der Medizinindustrie beziehen, sagt man jetzt plötzlich, ah ja, ja, das sind unabhängige Experten, die verdienen zwar alle ihr Geld in der Pharmaindustrie und in der Medizinindustrie, aber trotzdem sind das unabhängige Experten, auf die wir alle hören müssen, ja, und so weiter, ja, also, aber eben Bolsonaro hat eben recht, weil er eben hier. Wir haben unter Bedingungen des Marktes und der Arbeitsteilung, haben wir hier wieder den guten Arzt, wie wir solche Leute wie Schiffmann oder Bhakdi oder Hockerts und so weiter, ja, die also sagen, nein, nur Geld machen ist nicht das Hauptmotiv meines ärztlichen Handelns, sondern ich bin der Wahrheit verpflichtet, Leute, ernährt euch gesund, macht gesunden Sport, stärkt euer Immunsystem und sozusagen und Impfungen um jeden Preis verkaufen, nur weil es Kohle bringt, das ist nicht unser, hippokratischer Eid, sondern der sagt uns, wir sollen uns um die Wahrheit kümmern und um den Schutz unserer Kunden auch vor gefährlichen medizinischen Überreaktionen und Maßnahmen. Ja, und deswegen sagen wir euch auch, ja, nicht jedes Virus, nicht jede Bakterie ist ein Killer, sondern man muss genau gucken, welche Durchschlagskraft er wirklich hat. Und im Moment erscheint uns das allerhöchstens eine kräftige Grippe zu sein und so weiter. Das sind die wahrheitsorientierten Professoren und auch Medizinexperten. Und das deckt sich mit den nicht medizinischen unabhängigen Experten, wie man sie bei den Next Scientists for Future findet, wo man medizinische Experten und unabhängige Medizin, unabhängige Experten zusammen hat und die teilen ungefähr diese Sichtweise, ja? Und jetzt kommt aber der sich irrende sozusagen Mainstream-Mediziner à la Drosten oder da, wie heißt der Karl Lauterbach, Professor Karl Lauterbach von der SPD. Während Professor Dr. Wodak von der SPD, den würde ich eher hierhin einordnen, zu den guten, nachdenklichen Ärzten. Und hier Lauterbach und Drosten würde ich zu den unkritischen, gewinnorientierten Medizinern der Medizin- und Pharmaindustrie rechnen. Ja? Und jetzt gehen die hin und sagen, nein, also jedes Virus, jede Bakterie ist ein potenzieller Killer. Da müssen wir also ganz ängstlich drauf reagieren und sofort immer Impfdosen bestellen und immer sofort Tests bestellen und sofort Lockdown-Maßnahmen machen und dann möglichst schnell die Impfung herstellen und so weiter. Und dieses Irrtum wird sich unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung erweist sich das als gewinnbringender Irrtum, als karrierefördernder Irrtum und als vorteilbringender Irrtum. Und das ist ganz normal, dass die Masse der Ärzte sagt, okay, ich verdiene doch Geld mit Impfungen, ich verdiene Geld mit Tests, also werde ich doch einen Teufel tun und außerdem bin ich tief überzeugt, dass jedes Virus, jede Bakterie ein Killer ist, ja? Und wenn dann die Politik hingeht und die Journalisten hingehen und nur mit Mainstream-Medizinern sprechen, werden natürlich die guten Ärzte nicht gehört, die nachdenklichen und selbstkritischen und medizinkritischen Ärzte und unabhängigen Experten von den Next Scientists for Future.de natürlich nicht gehört, ne? Und so kommt es dann zu einer solchen Fehlentscheidung und einem solchen Fehlentwicklung, ja? Ja, und das ist ganz selbstverständlich. Und Bolsonaro und Trump sind klug genug, darüber nachzudenken, ob sie denn wirklich wo sie doch nicht auf Fastfood-Ketten hören, ob sie denn wirklich auf Medizinketten hören sollten und Pharmaindustrieketten hören sollten. Und Bolsonaro neigt dazu,
Nö, ich bin nicht mehr bereit auf ich bin eine Zeit lang bin ich den Medizinindustrien und den Pharmaindustrien hörig gewesen, aber ich bin jetzt nicht mehr hörig. Ich rebelliere jetzt dagegen. Mal gucken, ob er eine Chance hat oder ob sich die Pharmaindustrie und Medizinindustrie als stärker erweist und Bolsonaro und Trump in die Schranken verweist, sozusagen, ja? Denn finanziell sind die natürlich mächtiger, ne? Ja, dann wird berichtet hier, dann wird ganz klar in einer Sendung berichtet, ja, es ist ganz klar, es wurden überall zu viel Antibiotika verkauft, auch im Tierbereich, ja, und das führt eben zu diesen MRSAs, diesen multiresistenten Killerkeimen, Krankenhauskillerkeimen, ja, die dann also zwischen Tierstall und Klinik hin und her pendeln, ja, sozusagen. Und dadurch kam es auch durch den großen Antibiotika-Verkauf, der ja Geld bringt hier. Also hier haben wir wieder den Arzt, der sagt, ja, Antibiotika gerne, verschreibe ich immer bei jeder Gelegenheit, ja. Und hier haben wir wieder den guten Arzt, der sagt, oh, Vorsicht, Antibiotika können ganz gefährliche Folgen haben, die Darmflora zerstören und außerdem kann es zur Resistenzzüchtung von Killerkeimen kommen und so weiter. Also bin ich ganz vorsichtig mit sozusagen Antibiotika-Verschreibung. Diese Ärzte stehen natürlich unter einem wirtschaftlich sehr starken Aussterbedruck, während diese hier jedes Geschäft mitnehmen, ja, und die sich natürlich dann durchsetzen. Und deswegen brauchen wir ja die Gesundheitsreform, in der die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten über die Verdienstzuschläge jedes Arztes entscheiden, sodass also alle Ärzte dann die guten Ärzte nachahmen werden, die Nachdenklichen, die Dr. Wodaks, Professor Bhakdi, Dr. Schiffmann und Professor Hockerts und Co. Ja, und all diese und die Next Scientists for Future Ärzte und so weiter und Professoren. Ja. Ja, das wäre die Lösung. Also, übrigens, dann zeigte dieser Fernsehbericht natürlich oder diese Internetsendung, ich glaube, es war sogar wieder eine Arte-Sendung, wie immer. Arte natürlich immer top, allerdings immer nur beim Beklagen der Probleme, nie wenn es um eine Lösung der Probleme geht. Da ist Arte dann genauso schwach wie alle anderen auch, ne? Das heißt also, dieser Bericht zeigt ganz klar, ja, viele Kliniken lassen es mit dem MRSA, mit den Killerkeimen einfach laufen. Ja, ist doch klar, es rechnet sich doch, ja, wenn wir hier evolutionsbiologisch wieder, haben wir hier wieder den nachdenklichen Klinikarzt, der sagt, ja, wir müssen unheimlich in die Krankenhaushygiene investieren, auch wenn es viel Geld kostet, weil sonst sterben uns die Leute reihenweise an diesen an diesen Krankenhauskillerkeimen, ja? So. Und der andere Arzt sagt, nö, das ist nicht so wichtig, lassen wir es einfach laufen und so weiter, das ist nicht so gefährlich, der schätzt das anders ein, ja, und der wird am meisten Karriere machen, weil das Krankenhaus wird eben durch die Behandlung der Killerkeimerkrankten, Zusatzerkrankten neues Geld dazu verdienen, während diese Klinik nur Geld in die Hygiene Kosten hinein verliert, wird diese Klinik richtig reich werden und dieser Arzt wird Karriere machen, wird zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren können und wird die neuen Generationen der Medizinprofessoren begründen. Ja, also das ist eben genau der Punkt, ja. Also es rechnet sich einfach, bei den Krankenhaus-Killerkeimen zu schlampen. Ja, das rechnet sich einfach. Das haben wir schon vor Jahrzehnten gesehen, dass es sich rechnet, löchrige Handschuhe zu kaufen, die dann die Verbreitung der Killerkeime begünstigen. Erstens sind diese Handschuhe billiger und zweitens kriegt man noch die Zusatzgelder dazu, wenn man dann die durch die Krankenhauskillerkeime infizierten Leute behandelt. Da verdient man nochmal, ja? Während diejenigen, die teure Handschuhe einkaufen, die Krankenhauskillerkeime nicht verbreiten können, die machen nur Verluste. Ja? Und das ist der Wahnsinn der Marktwirtschaft und der arbeitsteiligen Systeme, weswegen wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten brauchen, um jeden Arzt gezielt zu belohnen, sodass jeder Arzt dann hingeht und sagt, ich bin bereit, ab jetzt von den guten Ärzten zu lernen, von den Next Scientists for Future Ärzten zu lernen und dann stelle ich mich um von heute auf morgen und mache gesundheitsförderliche Medizin. Na?
Ja, und das ist der Lösungsweg, ja. Ja, also private Krankenhäuser sparen die unsichtbare Hygiene ein, denn es ist eben nicht sichtbar, ob sie irgendwo desinfiziert haben oder nur mal kurz drüber gefegt sind, ja. Das ist nicht unsichtbar, also für die Patienten nicht sichtbar. Also alles, was unsichtbare Hygiene ist, kann man ja einsparen. Und ja, und dadurch haben wir dann, also wir haben jetzt bei den Tieren, bei den Schweinen, bei den Kälbern, bei anderen Tieren, überall haben wir die Killerkeime und die wandern jetzt von Tierstall zu Krankenhaus und von Krankenhaus zu Tierstall und so weiter. Wunderbar. Und das Geschäft für die Medizin und die Pharmaindustrie brummt. Es brummt und brummt. Ja, so. Ja, und jetzt wieder abschließend, wie immer jeden Tag sozusagen, unser Bild hier. Tja, ich bin mal gespannt, ob wir von Now in Zukunft mehr hören, ob wir die irgendwie hier in die Liste reinbringen müssen, das Netzwerk ökonomischer Wandel, oder ob sich das als einer der vielen Flops erweist, und ob sie dann auch nur nichts anderes machen, als eben weiterhin Irrtümer zu verbreiten. Wie gesagt, hier sind alle drin, die zwar Irrtümer verbreiten, aber noch nicht so schlimm sind wie die anderen, die wir nicht mehr erwähnen, die nur Irrtümer verbreiten. Ja, also das sind die Leute, mit denen man Talkshows machen sollte, herzlich eingeladen zu den Talkshows, weil in der Hoffnung, dass man deren Irrtümer noch korrigieren kann, ja? Sozusagen deren antinaturwissenschaftliche Irrtümer. Ja, dann schauen wir mal weiter. So, ja, das war's schon wieder für die, ja, jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.